Hallihüsli, Season 4. Heute habe ich nach langer Zeit mal wieder ein Interview für euch am Start. Und nach Björn Lindemann einen weiteren Ex-VfL-Spieler. Und zwar heute geht es um Nicolas Feldhahn, den ich auch schon mal beim Schuhkaufen getroffen habe, als er noch in Osnabrück gespielt hat. Und ich freue mich sehr, dass ich halt wieder ein Interview habe und diesmal auch mit einem Bayern-Spieler. Und dafür dieses Interview musste ich mich etwas in Geduld üben, da die ganze Sache mit dem Interview etwas gedauert hat. Aber jetzt schlussendlich bin ich doch froh, dass alles geklappt hat und ich jetzt so anfangen kann. Und ja, meine erste Frage ist, Nicolas, Sie haben erfolgreich in Osnabrück gespielt. Und wenn man dort diese Flutlichtspiele miterlebt hat, ist es dann, fällt es einem dann schwer, in die zweite Mannschaft vom FC Bayern zu wechseln? Ja, natürlich. Ich habe kurz bevor ich, als ich schon wusste, dass ich ein Angebot von Bayern habe und auch mich dafür entschieden hatte, hier zu unterschreiben, war ich nochmal an der Bremer Brücke, habe zugeschaut und bin dann nochmal über das Stadion gelaufen, habe zu den Fans rübergeschaut, dann fällt es einem schon sehr schwer. Aber ich habe es auch vorher schon mal erwähnt gehabt, ich habe mich entschieden für München wegen der privaten Sache. Ich wollte wieder zurück in die Heimat, ich komme von hier, ich kann mein Studium weitermachen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber natürlich ist es mir schon sehr schwer gefallen. Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Sie haben in der zweiten, dritten und vierten Liga gespielt. Wie groß sind denn da die Unterschiede? Es sind natürlich immer Unterschiede, aber ich sehe jetzt den größten Unterschied schon zwischen der vierten Liga, die eben fünfgleisig ist, wo doch einige Amateurteams mitspielen. Da ist der Sprung zur dritten Liga, zu einer richtigen Profiliga, schon sehr groß. Da merkt man, dass man, wenn man regelmäßig dritte oder zweite Liga gespielt hat, schon körperlich stärker ist, ein bisschen weiter ist. Und zwischen dritter und zweiter Liga finde ich persönlich den Unterschied nicht mehr so groß. Gerade auch in DFB-Pokalspielen sieht man es oft, dass der Drittligist nicht so viel schlechter ist als der Zweitligist. Es sind Nuancen. Vielleicht zu einem Top-Zweitliga-Club wird dann der Unterschied sehr größer. So, jetzt kommen wir zur dritten Frage. In dieser Saison standen Sie plötzlich im Finale eines Vorbereitungscups gegen Pep Guardiola und sein neues Team Manchester City. Pep Guardiola nebenbei, der zweitbeste Bayern-Trainer aller Zeiten, der beste war Jupp Heynckes. Und war das sehr aufregend, auf einmal gegen so ein großes Team zu spielen? Ja, also als ich erfahren habe, dass ich gegen Man City spielen darf und das auch noch von Anfang an, bin ich dann doch nervös geworden und war ziemlich aufgeregt. Aber ich muss sagen, als ich mich dann aufgewärmt habe und so in den Rhythmus kam, wie es eigentlich bei jedem Spiel dann ist, ist die Aufregung weggegangen und es ist ja dann doch in Anführungsstrichen nur ein Fußballspiel, aber ich war mit Sicherheit aufgeregter als zu sonstigen Punktspielen. So, und jetzt zum Schluss noch die Frage zu den Trainern. Wie unterscheidet sich das Training bei Mike Walpurgis, Heiko Vogel und Carlo Ancelotti? Carlo Ancelotti tut mir jetzt schwer zu beantworten, weil ich nur ein paar Trainingseinheiten mitgemacht habe, ist einfach nochmal ganz was anderes. Aber jetzt so, wenn ich das Training vergleiche zwischen Heiko Vogel und Mike Walpurgis, war natürlich auch um was es ging, anderer. Dritte Liga ist auch sehr viel auf gleichem Niveau, sehr viel Verteidigen, sehr viel Kampf dabei. Dementsprechend war auch die Defensive sehr geprägt. Wir haben sehr viel Taktisches im Defensivbereich gemacht. Bei Bayern München 2 sind wir eine fußballerisch sehr starke Mannschaft, sind auch den anderen Mannschaften überlegen, haben sehr viel Ballbesitz und trainieren unter Heiko Vogel dementsprechend natürlich auch viel mehr Offensivfußball. Das heißt, wir überlegen uns, wie wir die gegnerischen Mannschaften locken können, wo Räume frei sind zum Bespielen. Und bei Mike Walpurgis war es dann eher, wo können wir den Ball gewinnen, wie spielen wir dann, wenn wir den Ball gewonnen haben, möglichst schnell nach vorne. Und von daher ist es auch der Liga entsprechend ein anderes Training. So, Dankeschön für dieses Interview. Es war sehr cool, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal an der Bremer Brücke mit dem FC Bayern. Die Bremer Brücke, die jetzt ja auch wieder Bremer Brücke heißt. Und an meine Zuschauer, guckt euch auf jeden Fall noch die anderen Interviews an. Ich habe ja schon mal einen VfL-Spieler interviewt.
Und ja, das könnt ihr euch in der Beschreibung angucken. Da hatte ich ein Interview mit Björn Lindemann und ciao.